Europa, Baustellen, Brücken und Großprojekte. Meine Damen und Herren, so lautet der Titel des nun kommenden Festvortrags, den ich jetzt ankündigen möchte. Sehr geehrter Herr Professor Lammert, Europas Baustellen, Brücken und Großprojekte sind vielfältig und gerade in der jetzigen Zeit von großer Bedeutung. Welche Spuren wird der Brexit bei uns hinterlassen? Was macht die Präsidentschaft eines Donald Trump aus der transatlantischen Zusammenarbeit, in der die Europäische Union und die Vereinigten Staaten von Amerika einst für eine Wertegemeinschaft standen? Wie sieht das Verhältnis Europas, der Europäischen Union, zu Russland, zu China und zu Afrika aus? Welche Erwartungen haben aber auch insbesondere die Bürger Europas? Welche Entwicklungen erwarten wir nach der anstehenden Europawahl in diesem Jahr? Unsere heutige Erwartungshaltung an Sie, lieber Herr Professor Lammert, als Bundestagspräsident AD werden Sie uns Ihre Einschätzung und Ihre Beobachtungen heute sicherlich näher bringen. Wir freuen uns sehr, dass Sie Zeit gefunden haben, unseren Bautechniktag zu bereichern und freuen uns nun ganz, ganz besonders auf Ihren Festvortrag. Herr Professor Lammert. Sehr geehrter Herr Jakob, Herr Pöhlert, meine Damen und Herren, verehrte Gäste, bedanke mich für die liebenswürdige Begrüßung und für die freundliche Einladung, die ich gerne angenommen habe. Über Europa zu reden ist fast immer aktuell, aber nicht immer gemütlich. Im Augenblick ist es wieder mal besonders ungemütlich, aber offensichtlich besonders dringlich, wie zuletzt in dieser Woche der leidenschaftliche Appell des französischen Staatspräsidenten deutlich gemacht hat, der sich gleich über die großen Tageszeitungen an die Bürgerinnen und Bürger in allen 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union gewendet hat, mit der Aufforderung, so war die Überschrift jedenfalls in der deutschen Version seines Appells, Europa neu zu beginnen. Nun ist das mit dem Neubeginn in politischen Zusammenhängen eine besonders komplizierte Angelegenheit, denn im Unterschied zu Bauten findet Politik nie auf einer grünen Wiese statt, sondern immer auf bebautem Gelände, manchmal auch auf kontaminiertem Gelände. Und historisch betrachtet schon gar mit Blick auf Europa, gelegentlich sogar auf verbrannter Erde. Die Vorstellung, man könne Europa neu beginnen, ist glücklicher oder unglücklicherweise zugleich weder nötig noch möglich. Es gibt Europa. Es gibt auch eine vereinbarte Verfassung Europas und seiner Staatengemeinschaft. Aber wir haben und mindestens darüber wird es mit Blick auf die Initiative von Macron und manche andere ähnlichen Aufrufe und Appelle keinen ernsthaften Streit geben. Mehr als gute Gründe, darüber nachzudenken, was eigentlich aus diesem Europa in Zukunft werden soll. Welche Brücken wir brauchen, mit welchen Großprojekten wir zu tun haben. Brücken zwischen unserer Vergangenheit und der Gegenwart, aber auch zwischen der Gegenwart und einer Zukunft, die wir bauen müssen. Brücken zwischen Nachbarstaaten, die mal größer und mal kleiner, mal komplizierter und mal einfacher sind. Brücken zwischen ganz unterschiedlichen Themen, Anliegen und Projekten, die bei genauem Hinsehen auf eine
immer komplexere Weise immer mehr miteinander verbunden und verwoben sind. Brücken auch zwischen diesem Kontinent Europa und anderen Kontinenten, die uns bei gleicher Topographie faktisch immer näher gekommen sind. Wobei mit Blick auf eine ganz besonders vertraute Brückenkonstruktion, nämlich die transatlantischen Beziehungen, schon die Formulierung wiederum überprüfungsbedürftig ist, ob uns die Beziehungen zwischen Europa und Amerika in jüngerer Vergangenheit eher näher geworden oder ferner geworden sind. Jedenfalls mangels erkennbar nicht an Baustellen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Macron schreibt in seinem Appell in diesen Tagen, Zitat, noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg war Europa so wichtig. Und doch war Europa noch nie in so großer Gefahr. Ich habe eine etwas andere, aber nicht völlig gegenteilige Version. Wenn ich meine Wahrnehmung der aktuellen Lage Europas in zwei Sätzen zusammenfassen sollte, dann würde der erste Satz lauten, historisch hat sich Europa nie in einer besseren Situation befunden als heute. Zweiter Satz, nie war die Europäische Union in einer miserableren Verfassung als heute. Auf den ersten Blick passen die beiden Sätze nur schwer zueinander. Auch hier muss man offenkundig eine Brücke schlagen. Aber mit dem ersten Satz will ich zum Ausdruck bringen, dass wenn man sich die europäische Geschichte über viele Jahrhunderte und wenn man sie bei den alten Griechen beginnen lässt, über zweieinhalb Jahrtausende vor Augen führt, wir zum ersten Mal überhaupt in einer Situation leben, in der in ausnahmslos allen europäischen Staaten durch freie Wahlen bestellte Parlamente und Regierungen im Amt sind. Einen solchen Zustand hat es 2500 Jahre auf diesem Kontinent nicht gegeben. Es gibt ihn erst in dieser Generation. Und wir haben uns längst angewöhnt, diesen offensichtlichen Ausnahmezustand der europäischen Geschichte für den Normalzustand zu halten. Als wäre es selbstverständlich, dass es so ist. Dabei ist die europäische Geschichte im Allgemeinen und die deutsche Geschichte im Besonderen der ständige Nachweis dessen, dass politische Verhältnisse eben nicht unter Denkmalschutz stehen, sondern Veränderungen unterliegen. Und dass schon gar Demokratien keine natürlichen, sich selbst erhaltenden Systeme sind, sondern dass sie mit dem Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger stehen und fallen. Wir erinnern in diesem Jahr 2019 an eine Reihe von herausragenden Jahrestagen, runden Jahrestagen, zu denen nicht nur der 30. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer gehört, ein für Bauexperten unter vielerlei Gesichtspunkten besonders einschlägiges Ereignis, eines der monströsesten, simpelsten, banalsten, perversesten Bauwerke. Wir erinnern in diesem Jahr auch an 70 Jahre Grundgesetz und Gründung der Bundesrepublik Deutschland und 100 Jahre Weimarer Verfassung und Gründung einer ersten deutschen demokratischen Republik, die nach weniger als 14 Jahren zu Ende war. Gescheitert ist sie übrigens sicher nicht am Verfassungstext. Der liest sich fast so eindrucksvoll wie das Grundgesetz. Gescheitert ist sie an vielen
schwierigen Rahmenbedingungen, die mal nur in Parenthese gesagt nach dem Zweiten Weltkrieg für den zweiten Anlauf sicher nicht leichter waren. Insbesondere aber am fehlenden Engagement von Demokraten, von denen es nicht nur zu wenige gab, denen diese Republik und diese Demokratie wichtig war, sondern von denen insbesondere unter denen, die es gab, der Konkurrenzreflex untereinander noch ausgeprägter war als die gemeinsame Verantwortung für diese Demokratie, für diese Verfassung. Es macht noch aus einem anderen Grund Sinn, an diese damalige Situation vor 100 Jahren zu erinnern und damit an die Anfänge der Demokratie, der jungen Demokratie in unserem Land. Das Ende des Zweiten Weltkrieges vor gut 100 Jahren ist nach dem übereinstimmenden Urteil fast aller Historiker das Datum, wenn es für solche langfristigen Entwicklungen überhaupt einzelne Daten gibt, dass das Ende der zentralen Rolle Europas in der Geschichte der Menschheit markiert. Oder anders formuliert, die Europäer können sich mit einer gewissen Plausibilität einbilden, Europa sei über Jahrhunderte so etwas wie das natürliche Zentrum der Welt gewesen. Um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert gab es überhaupt auf dem Globus nur etwa 30, 35 Nationalstaaten. Die allermeisten waren europäische Staaten. In Afrika gab es überhaupt keinen. Das waren europäische Kolonien. In den USA gab es inzwischen einen europäischen Filialstaat, auch ein interessantes Thema, was ich jetzt im Einzelnen nicht weiter verfolgen will. Eines der wesentlichen Merkmale gerade dieser Endphase der europäischen Dominanz des Weltgeschehens war die Situation, dass die mehr oder weniger bedeutenden europäischen Nationalstaaten keinerlei Vorstellung von einer gemeinsamen Zukunft hatten, wohl aber den ausgeprägten Ehrgeiz, ein für alle Mal zu klären, wer von ihnen der Wichtigste sei. Das war die Ursache der Entwicklungen, die in den Ersten Weltkrieg geführt haben. Und das Ende des Ersten Weltkrieges war, dass das europäische Zeitalter vorbei war. Das 20. Jahrhundert war kein europäisches Jahrhundert mehr. Es war eher ein amerikanisches Jahrhundert. Das 21. wird vermutlich auch kein amerikanisches Jahrhundert werden. Eher ein chinesisches. Und welche Rolle die Europäer in diesem Jahrhundert spielen, ist am Ende des zweiten Jahrzehnts dieses Jahrhunderts noch weniger eindeutig zu beantworten, als nach dem Mauerfall und den scheinbar glänzenden Perspektiven für die Wiederherstellung der Bedeutung eines einigen Europas viele von uns geglaubt, ich selber auch, gehofft haben. Das Thema, das wir uns für den heutigen Vormittag vorgenommen haben, ist beinahe unerschöpflich und ich werde auch nicht alle die Stichworte, die Herr Jakob mir jetzt liebenswürdigerweise nochmal in Erinnerung gerufen hat, mit der gebotenen Gründlichkeit und Sorgfalt der Reihe nach behandeln können. Aber ich will doch etwas zur Aktualität dieses europäischen Projektes sagen. Und insbesondere zu den Optionen, die wir alle als Bürgerinnen und Bürger Europas unter den Bedingungen demokratisch verfasster Staaten für diese Zukunftsperspektiven haben. Und ich muss, weil eben Politik nie an einem Punkt Null neu anfängt, und sich neu beginne zwar ausrufen,
aber eben nicht herstellen lassen, in Erinnerung rufen, dass es einen europäischen Einigungsprozess überhaupt erst seit einem guten halben Jahrhundert gibt. Das heißt, die Erfahrung, die die Europäer mit dem Ausbruch und Ergebnis des Ersten Weltkrieges gemacht haben, hat ja erkennbar nicht gereicht, um die Einsicht zu etablieren, dass dieser Kontinent entweder eine gemeinsame Zukunft hat oder seine Zukunft hinter sich haben würde. Es hat eines Zweiten Weltkrieges bedurft, wiederum in Europa, unter maßgeblicher deutscher Beteiligung. Mit verheerenden Wirkungen unter jedem denkbaren Gesichtspunkt, politisch, ökonomisch, moralisch. Bis endlich diese Einsicht entstanden ist, die im Übrigen niemand früher und unmissverständlicher formuliert hat als der gerade abgewählte britische Premierminister Winston Churchill, der in seiner zu Recht berühmt gewordenen Rede an die Jugend Europas 1946, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, an die Jugend Europas zur Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa aufgerufen hat. Wir müssen, so hat er damals, unter dem traumatischen Eindruck der Verirrungen der jüngeren europäischen Geschichte gesagt, wir müssen so etwas wie die Vereinigten Staaten von Europa schaffen, wenn wir gemeinsam eine Zukunft haben wollen. Und er hat im Übrigen zwei Hinweise gegeben, die von unveränderter Aktualität sind. Erstens, Voraussetzung eines solchen europäischen Einigungswerkes sei die Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich. Nur wenn diese beiden großen Nachbarstaaten sich auf eine gemeinsame Perspektive verständigen könnten, sei Europa als Staatengemeinschaft überhaupt machbar. Und zweitens, Großbritannien werde diesen europäischen Einigungsprozess mit Sympathie begleiten, denn es gehöre selbstverständlich nicht dazu. Dieser Irrtum gehört offenkundig zum genetischen Bestand jedes britischen Premierministers und führt uns ja in einer beinahe ununterbrochenen Linie bis in die allerjüngste Vergangenheit. Aber es lohnt auch noch für einen Augenblick in Erinnerung zu rufen, wie dann dieses europäische Einigungswerk in den 50er Jahren tatsächlich begonnen hat. Nämlich bei genauem Hinsehen nicht mit einem im Kern und zentral politischen Projekt, sondern mit einer immer engeren wirtschaftlichen Kooperation. Es gab zu Beginn der 1950er Jahre einen naheliegenden und gleichzeitig offensichtlich zu visionären Anlauf, die europäische Verteidigungs- und Sicherheitspolitik zu vergemeinschaften, um aus den Erfahrungen der dauerhaften Rivalität des Dominanzstrebens europäischer Groß- und Mittelmächte, die längst im Weltmaßstab Halbstarke geworden waren, ein gemeinsames Vorgehen entstehen zu lassen. Und damals haben 6 westeuropäische Staaten, Deutschland, Frankreich, Italien und die 3 Benelux-Staaten, über die Gründung einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft nicht nur nachgedacht, sondern verhandelt. Sie haben dazu einen Vertrag erarbeitet, der von allen damaligen Regierungschefs unterzeichnet worden ist und in 5 von 6 der beteiligten Länder auch von den nationalen Parlamenten ratifiziert wurde, selbstverständlich auch vom Deutschen Bundestag. Gescheitert ist dieses Vertragswerk in der französischen Nationalversammlung.
Und es ist gescheitert, weil sich die Franzosen damals nicht vorstellen konnten, was für die Deutschen kein Problem war, nämlich auf Souveränität zu verzichten. Das war für die Deutschen schon deswegen kein Problem, weil sie damals gar nicht darüber verfügten. Während die Franzosen damals gar nicht daran dachten, auf etwas zu verzichten, was sie noch zu haben glaubten. Und damit war dieses große zentrale politische Projekt, Europa seine Sicherheit gemeinsam organisieren zu lassen, bereits gescheitert, bevor es ernsthaft begonnen hatte. Und der nächste Anlauf war dann sehr viel erfolgreicher, sowohl nach innen wie nach außen, nämlich die wirtschaftliche Zusammenarbeit auf eine vertragliche Basis zu stellen, eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft zu begründen, übrigens wieder mit den gleichen Staaten, Frankreich, Italien, Deutschland, Niederlande, Belgien und Luxemburg. Und mit den römischen Verträgen beginnt der europäische Einigungs- und Integrationsprozess, der aus den angedeuteten Gründen im Kern dann eben nicht mehr ein politisches, sondern zunächst ein wirtschaftliches Einigungsprojekt war. Das war dann allerdings eine so erstaunliche Erfolgsgeschichte, dass immer mehr europäische Staaten sich an diesem Projekt beteiligen wollten, auch die Briten interessanterweise, die übrigens bei den ersten Verhandlungen zu den römischen Verträgen mit einer eigenen Delegation vertreten waren, die nach 5 Tagen mit der denkwürdigen Begründung abgereist ist, das lohne nicht, aus der Sache würde ohnehin nichts Vernünftiges, um wenige Jahre später einen Beitrittsantrag zu stellen, der, wie die meisten wissen, am damaligen Veto des französischen Staatspräsidenten de Gaulle gescheitert ist, sodass die Briten wiederum erst Mitglied werden konnten, als er nicht mehr im Amt war. So verlaufen europäische Großprojekte. Jedenfalls hat sich dieser ökonomische Integrationsprozess als eine so rundum nach innen wie nach außen überzeugende Erfolgsgeschichte entwickelt, dass die Zahl derjenigen, die daran mitwirken wollten, von Jahr zu Jahr größer wurde und sich mit dem zunehmenden ökonomischen Integrationsprozess und der Notwendigkeit seiner politischen Flankierung über eine Serie von europäischen Verträgen, dem Maastricht-Vertrag, dem Amsterdam-Vertrag bis zum Lissabon-Vertrag, aus einer europäischen Wirtschaftsgemeinschaft von 6 westeuropäischen Staaten eine politische Union von immer noch 28 west-, mittel- und osteuropäischen Staaten entwickelt hat. Eine auf den ersten Blick erstaunliche und scheinbar unaufhaltsame Erfolgsgeschichte, und nach wie vor ist die Zahl der Bewerber für die Mitgliedschaft beachtlich. Übrigens das erste nicht-europäische Land, das den Antrag auf Mitgliedschaft in der Europäischen Gemeinschaft gestellt hat, war schon vor mehr als 40 Jahren Marokko. Da war von der Türkei und anderen europäischen Nachbarstaaten noch gar keine Rede. Die Faszination dieses Projektes ist im Übrigen nach meiner Beobachtung und nach der Erfahrung vieler, vieler Gespräche mit Staats- und Regierungschefs aus anderen, insbesondere aus nicht-europäischen Ländern außerhalb Europas, inzwischen längst größer als in Europa selbst. Vereinfacht gesagt, die Welt ist beeindruckt von dem, was wir hier auf den Weg gebracht haben, während die Europäer das immer lästiger und schwieriger und viele auch offenkundig unnötiger finden. Nun will ich Ihnen mal was über die Veränderung der Größenordnung sagen, die sich in diesem halben Jahrhundert abgespielt haben, in dem der europäische Integrationsprozess begonnen hat und die sowohl quantitativen wie qualitativen Veränderungen durchgemacht hat, von denen ich gerade gesprochen habe.
Als in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre die 6 westeuropäischen Staaten über die römischen Verträge verhandelt haben, da hatten diese 6 Staaten zusammen knapp 200 Millionen Einwohner. Und das waren damals schon weniger als 10% der Weltbevölkerung. So viel zum Thema Europa als natürliches Zentrum der Welt. Und dann hat dieser Einigungsprozess begonnen und hat sich in der Weise entwickelt, in der er sich entwickelt hat. Und jetzt haben wir eine politische Union mit 28 Mitgliedstaaten. Und zusammen 500 Millionen Einwohnern. Diese 500 Millionen Europäer sind Stand heute 6,8% der Weltbevölkerung. Rein statistisch ist das europäische Gewicht in der Welt, in der wir leben, immer kleiner geworden, während wir scheinbar immer größer geworden sind. Und wenn irgendjemand von Ihnen den Eindruck hat, es gäbe aber einen europäischen Staat, vielleicht sogar mehrere, der ein hinreichendes Eigengewicht habe, um in der globalen Welt des 21. Jahrhunderts, in der wir längst leben, einen prägenden Einfluss auf die Geschäftsbedingungen dieser Welt auszuüben, möge er sich dringend bei mir melden. Ich habe noch keinen gefunden. Und erstaunlicherweise glaubt kein Mensch, dass irgendein einzelner europäischer Staat ein hinreichendes Gewicht für die Gestaltung der Geschäftsbedingungen einer globalen Welt auf die Waagschale legen kann. Und gleichzeitig sind immer mehr Menschen in diesem Europa davon überzeugt, dass wir nicht mehr Europa, sondern weniger Europa, dass wir, wenn eben möglich, eine Renationalisierung von Zuständigkeiten und Aufgabenwahrnehmungen brauchten. Dass selbst ein Volk, das sich über Jahrhunderte den Ruf einer besonderen Vernunftbegabung und pragmatischen Orientierung erworben hatte, wie die Briten, zu der nach meiner Überzeugung kopflosesten Entscheidung ihrer jüngeren Geschichte kommen könnten, wie es durch den Brexit-Beschluss der Fall ist, hätten die wenigsten von uns, ich jedenfalls, bis vor wenigen Jahren gar nicht für möglich gehalten. Aber die Briten werden die ernüchternde Erfahrung machen, und immer mehr Briten scheint das ja auch immer deutlicher zu werden, mit dem interessanten Effekt, dass sie ja kaum noch jemanden finden, der es gewesen sein will. Das muss wie ein Schicksal über die britische Gesellschaft gekommen sein. Und woher das Mehrheitsvotum tatsächlich gekommen sein soll, das scheint immer unerklärlicher zu sein. Jedenfalls wird immer mehr Briten immer deutlicher, dass auch ein Land mit der stolzen Geschichte Großbritanniens und der mikroskopischen Größenordnung von 60 Millionen Einwohnern, von 7,5 Milliarden Menschen auf diesem Globus, außerhalb Europas weder an Souveränität gewinnen, noch an Attraktivität für Partner gewinnen wird. Großbritannien außerhalb Europas ist schlicht eine mittelgroße Insel in der Nordsee. Punkt, Ende der Durchsage. Und Ähnliches gilt mit ähnlicher topografischer Beschreibung für jeden einzelnen europäischen Staat. Es gibt überhaupt nur noch einen einzigen, der mit seiner Einwohnerzahl die 1%-Grenze der Weltbevölkerung erreicht. Sind wir natürlich. Aber Sie können sich schon in Ihren Kalendern den Tag notieren, wo auch wir unter die 1%-Grenze fallen werden. Mit anderen Worten, leicht überspitzt formuliert, rein statistisch ist das Gewicht der europäischen Staaten je einzeln betrachtet beinahe mikroskopisch. Ganz sicher nicht hinreichend, um einen prägenden Einfluss auf die ökonomischen, die politischen, die Sicherheitsbedingungen einer globalen Welt zu nehmen. Und deswegen müssen wir uns ganz neu mit der Frage beschäftigen, wie gehen wir eigentlich mit dieser
bestehenden Verfassung Europas um und wie stellen wir uns die Zukunft vor? Stellen wir uns überhaupt eine gemeinsame Zukunft vor? Interessiert uns das wirklich, was da stattfindet? Herr Jakob hat vorhin liebenswürdigerweise den Hinweis auf in diesem Jahr anstehende Wahlen zum Europäischen Parlament gegeben. Ja, das sind auch in Deutschland die notorisch am meisten unterschätzten Wahlen, die überhaupt stattfinden. Ich habe gerade vor wenigen Tagen eine ganz neue Umfrage gesehen, nach der im Februar dieses Jahres beinahe 60% der in Deutschland Befragten erklären, die Wahlen zum Europaparlament interessierten sie gar nicht oder wenig. Ja, es wird aber in den nächsten Jahren keine Wahl geben, die einen stärkeren Einfluss auf unsere Zukunftsperspektiven hat, als die Wahlen zum Europäischen Parlament. Sicher noch mehr, ich sage das als langjähriges Mitglied des Deutschen Bundestages, sicher noch mehr als Wahlen zum Deutschen Bundestag, zur französischen Assemblée Nationale oder zum House of Commons in Großbritannien. Aber wir, oder nicht wir, aber immer mehr Menschen fantasieren sich in eine Scheinwelt hinein, in der wir uns für stärker halten, als wir es längst sind, mit der Vorstellung, wenn wir nur unsere eigene verfassungsrechtliche Zuständigkeit mit beiden Händen fest ergreifen und wieder als Nationalstaaten tun, was uns verfassungsrechtlich an Zuständigkeiten zweifellos zur Verfügung steht, dann wäre die Zukunft einfacher und überzeugender zu bewältigen als in den komplizierten Mechanismen einer solchen Staatengemeinschaft. Wobei ja nicht zu bestreiten ist, dass dieser Mechanismus extrem kompliziert ist. Das ist schon deswegen unvermeidlicherweise so, weil es für dieses Projekt weltweit kein vergleichbares Konzept gibt. Das ist ein Prototyp, den wir hier in Europa entwickeln, für den es in der eigenen und in der Geschichte anderer Kontinente und Länder keine Vergleichsmodelle gibt. Und was wir ja auch nie aus dem Auge verlieren dürfen, auch über diesen 50-jährigen, 60-jährigen Integrationsprozess ist Europa kein Staat geworden, sondern eine Gemeinschaft von Staaten, bei der die Frage, was wir gemeinsam tun und was wir eben nicht gemeinsam tun, nicht von Europa, sondern von den Mitgliedstaaten beantwortet werden muss. Das macht unsere Verantwortung umso größer und die Frage gleichzeitig umso komplizierter. Es wird Sie nicht überraschen, dass ich nach meiner Darstellung der Entwicklungslinien Europas im vergangenen Jahrhundert und mit Blick auf die veränderten Rahmenbedingungen des 21. Jahrhunderts von den Renationalisierungsstrategien überhaupt nichts halte. Der Versuch der Wiederherstellung von nationaler Souveränität unter den tatsächlichen Rahmenbedingungen einer globalen Welt ist bei genauem Hinsehen eine theatralische Pose der Selbstabdankung. Und der faktischen Auslieferung an die Interessen anderer tatsächlich großer, die im Übrigen auch erkennbar deutlich andere Ordnungsvorstellungen von der globalen Welt haben, als sie auf dem Boden der europäischen Zivilisation gewachsen sind. Es ist ja nicht banal gelegentlich, sich daran zu erinnern, dass auf jeden Europäer inzwischen 3 Chinesen kommen. Und in wenigen Jahren wird die indische Bevölkerung größer sein als die chinesische. Dann wird dieses vermeintlich riesige Europa mit 500 Millionen, dann nach dem Austritt der Briten noch mit 440 Millionen Europäer, da kommt dann vielleicht hilfsweise Mazedonien hinzu, was den Unterschied auch nicht so wirklich kompensiert. Auf jeden Europäer kommen dann alleine mehr als 6 Inder und Chinesen.
Das ist nicht nur eine statistisch interessante Relation. Es ist eine hochspektakuläre Perspektive für die Frage, wer bestimmt eigentlich die Geschäftsbedingungen einer globalen Welt? Und das, was auch nicht immer sehr erbaulich im Augenblick da an Fingerhakeln zwischen den Vereinigten Staaten und China stattfindet, was die Europäer erkennbar mit offenen Augen und Mund verfolgen, aber ohne erkennbaren eigenen Einfluss, ist die Auseinandersetzung um die Gestaltung der Rahmenbedingungen einer globalen Welt. Nun könnte es ja sein, dass wir ein Interesse daran haben, bestimmte Konzepte, freie Märkte, Wettbewerbsmechanismen, Redefreiheit, Unabhängigkeit von Justiz, um mal nur so ein paar der Prinzipien zu nennen, die in der europäischen Zivilisation über Jahrhunderte gewachsen sind, die mit anderen Worten auch Jahrhunderte gebraucht haben, bis wir sie erstens begriffen und zweitens durchgesetzt hatten. Es könnte ja mal sein, dass wir ein Interesse daran haben, diese Prinzipien mindestens für uns aufrechtzuerhalten, wenn wir schon nicht sicherstellen können, dass sie für den Rest der Welt gleichzeitig gelten. Da müssen wir uns mit der Frage beschäftigen, unter welchen Bedingungen können wir das überhaupt? Und wir können es ganz sicher nicht jeder für sich und schon gar nicht jeder gegen jeden, sondern entweder gemeinsam oder gar nicht. Und das führt mich zum Schluss nochmal zur Verdeutlichung meiner zweiten Kurzfassung über den Zustand Europas, den ich zu Beginn vorgetragen habe, als ich auf den ersten Satz eigentlich befindet sich Europa historisch betrachtet in einer besseren Situation als jemals zuvor, weil wir nie zuvor wie jetzt in allen europäischen Ländern demokratische Verhältnisse hatten, gesagt habe, und gleichzeitig hat sich diese politische Union Europas niemals in einer miserableren Verfassung befunden. Sie hat, nachdem sie sich so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat, nachdem die Mauern gefallen sind, nachdem der Kalte Krieg beendet ist, nachdem die scheinbar unüberwindliche Teilung in einen westlichen und östlichen Teil Europas überwunden ist, nicht immer mehr an gemeinsamen Zukunftsperspektiven entwickelt, sondern sie ist sich immer weniger darin einig, ob und was sie eigentlich in Zukunft gemeinsam veranstalten will. Die vielleicht prägnanteste Beschreibung dieser Lage stammt vom früheren tschechischen Staatspräsidenten Václav Havel. Dieser große Autor und Bürgerrechtler, erster frei gewählter Präsident der Tschechoslowakei, die sich dann übrigens auch noch in seiner Amtszeit in zwei scheinsouveräne Nationalstaaten geteilt hat. Andere Probleme haben wir ja in Europa nicht. Hat kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Amt des tschechischen Staatspräsidenten mit Blick auf sein eigenes Land gesagt: Solange wie wir um unsere Freiheit gekämpft haben, wussten wir, was wir wollen. Jetzt sind wir frei und wissen nicht mehr, was wir wollen. Ich fürchte, das ist die prägnanteste Beschreibung der Lage, in der sich Europa inzwischen befindet. Nie war dieser Kontinent freier als jetzt. Nie war er in einer besseren Lage, über seine eigene Zukunft selbst zu bestimmen. Nicht von anderen dominiert oder fremdbestimmt. Wissen wir, was wir wollen? Wollen wir, was wir wissen? Können wir, was wir wollen? Wandel braucht Visionen und Macher, ist das Motto Ihres Kongresses. Das trifft offensichtlich auch für Europa zu. Europa braucht Visionen und Macher. Ohne die Visionen hätten die Realisten gar nicht angefangen. Und ohne die Macher wären die Visionen nie Wirklichkeit geworden.
Aber wenn richtig ist, was ich für offensichtlich halte, dass wir nie mehr als jetzt in der Lage waren, selbst zu entscheiden, was wir wollen, liegt es auch in unserer ureigenen Verantwortung, was aus Europa wird. Welche Brücken wir bauen, welche Großprojekte wir uns zutrauen und realisieren. Wenn jedenfalls dieses europäische Projekt nicht gelingt, hätten wir Anspruch auf den Titel der dämlichsten Generation, die auf diesem Kontinent jemals gelebt hat. Unter Berücksichtigung der Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben und der Möglichkeiten, die wir heute tatsächlich haben. Nehmen wir unsere Verantwortung wahr. Machen wir was draus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, lieber Herr Professor Lammert, Europa, Baustellen, Brücken, Großprojekte. Ich glaube, Sie haben uns einen hinreißenden, wenn auch teilweise dann immer wieder ernüchternden Einblick in die Geschichte und zur aktuellen Situation gegeben. Ich habe sehr, sehr viele Parallelen gesehen, neben der europäischen und weltlichen Flughöhe, auch zu unserer Branche. Gemeinsam oder gar nicht, fand ich einen sehr coolen, eine coole Aussage, weil das ist ja auch unser Motto, dass wir gemeinsam unsere Dinge beleben wollen. Politik findet auf gebautem Gelände statt, teilweise kontaminiert. Auch damit haben wir ja ab und zu mal zu tun, dass das Bauen immer auch auf Gelände stattfindet, was so seine Besonderheiten hat. Und Politik lässt sich zwar neu ausrufen, aber nicht neu beginnen. Und ich glaube, das ist auch für unsere Branche sehr, sehr wichtig. Wir können jetzt viele Dinge neu ausrufen, aber wir können ja nicht einfach einen Reset-Knopf drücken und sagen, wir fangen dann nochmal ganz von vorne an, sondern wir müssen visionär und mit Weitblick die bestehenden Dinge aufnehmen und weiterentwickeln. Und das ist ja auch so ein bisschen unser Motto. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich auch im Namen des Vorstands und der Geschäftsführung für diesen mitreißenden Vortrag bedanken bei Ihnen. Das war ein gelungener und ein perfekter Auftakt zu unserem Kongress. Ganz, ganz herzlichen Dank und jetzt kommt nochmal Ihr Applaus. Vielen Dank, Herr Professor Lammert. Applaus